Ah, ich hab ihn! Das war ein Silent Death. Da war der Name Programm. Jetzt kommt der Eu. Ah, siehst du. Einfach eine Stunde, ich sag ja immer einfach eine Stunde reinschießen, ist er tot. George hat Bock hier unten aus. Ja, ich komme. Ja, er hat auch richtig Bock. Im Shield. Ist er nicht richtig mit ihm? Schade. Lebt denn der AT-8 da? Keine Ahnung, ich nehme ihn. Abgeschossen. Pass auf, hier stehen die. Das war der KV. Beide haben. Ich kill den Ori. Kette. Bleib mal stehen. Hat. Nice. Junge, wie wir die einfach weggearbeitet haben. Ah, du Rasse. Hi. Nice. Nice. Schon wieder so ein... Digga. Dieses Gepfeife auf dieser Stufe, ne? Da kriegt man nachts Albträume von. Ah, den macht er. Siehst du, jetzt kannst du die Ratte direkt Turbo zünden. Ja. Das ist doch der Burger King Werbeslogan, oder nicht? Friss halt dein Maul. Friss halt dein Maul und vielleicht stirbst du dran wahrscheinlich eher. Das liebe ich einfach an der Arti-Klasse. Ist erstmal die ersten 30 Minuten am Nachladen. So spannend. Wir haben 3 Super Heavies, die... Ui. Ja, ihm hat das auch mal ein bisschen geschmeckt. Außerdem, wenn du mal... Ach, du startest da oben, ne? Du siehst ja jetzt gar nicht, aber du kennst ja den Skin. Die Außenborder hier, die haben mir gut geholfen, voranzukommen in dem flachen Wasser. Keine Geschwindigkeit verloren, einfach... Wäre cool, wenn die so als Gimmick unter Wasser dann automatisch mitdrehen würden. Oder? Ja, so kannst dich, wenn du dich mit dem Fahrzeug nicht versenken könntest, sondern dass es dann zu einem Boot wird. Ja, überleg mal, auf Lakeville in der Mitte, dass wer die das macht. Ja, blau ist der Skin ja schon, ne? Ist gut getan. Ja. Griller, hau ab! Ach komm, aus der Fahrt machst du den, genau, weil du der Geilste bist. Der auch? Alter, was seid ihr denn alles für Profis, Junge? Ja, ist doch okay. Wie ist dein Duell gegen Goliath da oben gelaufen? Ja, war halt nicht viel mehr. Fängst du mich auf? Ja, komm. Taxi ist da. Jawohl. 1 Meter vor. Jawohl. Warte. Danke dir. Bitte. Und weiter geht's. Weiter geht's. Ja, der Wargaming, er baut keine Auffahrt hier zur Brücke ein, dann lassen sich die Leute halt was einfallen, ne? Das fühlt sich nach Exploit an. Dann zeig uns doch an. Zeig uns an beim höchsten World of Tanks Sportgericht, Fairplay-Gericht. Die haben zum Ende der Runde sich abgeseilt. Die haben Spielmechaniken zu ihrem Vorteil ausgenutzt. Ach so. Ich will jetzt nicht wissen, wie oft ich in nächster Zeit sehe, wie das nicht funktioniert und die Leute daneben springen. Ach so. Das ist an sich ziemlich einfach. Man muss halt gucken, dass man korrekt steht. Also lieber eine Sekunde länger ausrichten. Aber dann ist er da echt... Das ist keine Kunst. Oder so, wenn du so ein richtiges Arschloch-Platoon-Mate hast, der dann einfach in letzter Sekunde zur Seite fährt. Und ja, schön. Habt ihr nicht noch eine engere Schneise gefunden? Ja, nice. Ich wollte nochmal anmerken, dass ich noch nicht einen Schuss gemacht habe. Cool. Den habe ich im Übrigen auch nicht gemacht, aber ich schiebe ihn jetzt ins Wasser, weil es mir zu blöd ist. wie er einfach zerrubbelt wird. Hey! Was war das? Bitte nur. Ich muss nicht zurück in das Haus reinschießen. So, weißt du, jetzt wissen alle, dass wir Tier 2 fahren und jetzt 5 Panzer 38 haben, Gegnerteam, alle mit deutschen Nicknames. Nee, guck mal her, wir sind auch noch da. Ja gut, bei der Matching-Time ist, da schafft es ja selbst ein Blender mit einem Krückstock reinzusnipen. der aber vorher dreimal alte 4 aus Versehen drückt mit seinem Krückstock. Ich muss noch mal kurz den Rechner hochfahren. So, mal, ich meine, da stehen halt noch 5 Leute hinten. Ah, jetzt kommt er. Junge, der ist aber, er ist gierig. Zu wem guckt er? Zu dir? Ja, zu mir. Hat er seinen Motor, glaube ich, zerstört. Nein. Oh, 5 HP. Ich lade noch 3 Sekunden an. Ja. Ah, guck mal hier, TKS 20. Hier kriegt man noch Unterstützung von seinen Mates. Im High-Tier hätte den keiner getroffen. Hätte es keiner versucht, du. Na, wollen wir beide kuscheln hier hinten in der Ecke? Einfach eine dunkle Ecke gezogen. Was sind denn das alles immer für Gamer, Mann? Der Schuss schon wieder. Brutalmente lächerlich. Ja, wir jodeln immer rein. Ich werd jetzt gepusht. Ja, machst du natürlich, klar. Ich hab ja auch nur einen Halldown-Panzer. Hallo. Ja, Auto-Aim auch immer rein da. Ich hatte in der Schule auch Singverbot. Immer, wenn es darum ging, im Musikunterricht, unser Musiklehrer war so ein bisschen, der wollte immer, dass wir irgendwelche Musikstücke aufführen und so. Und die, die so eine Stimme hatten wie ich, die hatten dann Pause. Die durften rausgehen, durften sich ein Brötchen am Kiosk holen, durften eine verlängerte große Pause machen. Ich dachte immer, das wäre das Leistungsprinzip. Schon direkt in der Schule gelernt. Mach es schlecht und keiner will dich, dann kannst du gehen. Genau, oder du hast so eine Triangel in der Hand bekommen. Da musstest du dann auch nur noch mal zeigen, dass du unfähig bist, in bestimmten rhythmischen Abständen dieses Ding zu klingeln. Und zack, dann hattest du noch länger frei. Guck mal, Stan kann ich doch auch sehr, sehr gut leiden. Wenn der aber in der Arti sitzt, ist er für mich eine Ratte wie jeder andere auch. Sobald er aus der Arti ausgestiegen ist, ist er wieder mein guter Kumpel Stan. Das ist wie bei der Zauberkugel von der Mini-Playback-Show. Gehst du durch die Zauberkugel, wachst du in der Arti auf, bist du die Ratte. Kommst du zurück, bist du wieder normal. Also wer hier morgen ohne Jackie aufschlägt, ciao. Insta-Bann. Havanna nur mit Ausnahmeregelung. Alles was nicht Jack Daniels heißt, nur mit Ausnahmeregelung. Da muss man aber vorher einen schriftlichen Antrag stellen. Nix Single Malt. Schön die Plörre mit Cola verdünnt. Wir sind hier schließlich nicht irgendwo in einer Feinschmeckerbar, sondern auf Twitch. Und spielen auch nicht irgendein hochtrabendes Dichter- und Denkerspiel, sondern WOT. Genau, es ist kein Dichter- und Denkerspiel, sondern ein Dichter- und noch Dichterspiel. Das Einzige, was neben dem guten Jackie an Fusel noch erlaubt ist, ist Goldkrone-Cola. Moin Maus, ich bin minderjährig. Was soll ich trinken? Gar nichts sollst du trinken. Einen heißen Tee oder vielleicht einen Kakao. Aber ein netter Versuch. So, ich will aber noch... Ah, ja. Also ich würde mal sagen, wir haben ihn getroffen. Ich habe manchmal so Kopfkino, wie so der klassische EBR oder Sportjodler. So mit dem EBR, Fenster runtergekurbelt, Arm raus und dann irgendwie so ein Quatsch wie Maria, Maria, I like it loud. Noch so ein fetter Sportauspuff hinten dran. Jetzt muss ich nur noch den anderen schmutzieren. So. Er ist nämlich kein Kamerad. Ah! Den hast du nicht kommen sehen, du kleine miese Ratte. Ah. Zerquetscht haben wir ihn. Ah, für die Dreistigkeit gibt's auch direkt mal 600 in die Schnauze. Der Kunze will. Der Kunze hat Bock. Hm. Da will man mal einmal kurz zwischendurch was trinken. Und zack, wird sich gewastet. Wait a minute. Was war das gerade für ein Schuss? 572? Okay, seien wir dankbar, dass der Schuss überhaupt getroffen hat. Ja. Alter, wie der Schuss noch einen Bogen macht. Ihr verarscht mich. Habt ihr das gerade gesehen? Der Schuss so geht hier und dann nochmal so. Alles klar, ihr seid... Wenn ich jetzt da hinterher fahre, dann kommen bestimmt wieder irgendwelche Assis. Ich darf jetzt for free in die Mitte. Nein, ich wusste es. Ich wusste, dass irgendwelche Assis kommen. Hallo, hören Sie mal auf damit. Als ob ich es gerochen hätte. Ich hab's geschafft. Stark. Oh, das ist ja Premium-Munition. Wow, das ist ja teuer. Hallo, hör doch auf, Mensch! Was soll das? Schieb den Leid aus dem Cap. Das Messer ist für eine Vitrine der Kaserne bestimmt. Ich hätte gern eins aus Damaststahl mit Elfenbeingriff und in das Elfenbeingriff gerne mein Kanallogo rein. Na, weiß ich nicht. Wenn du schon sagst, es ist nicht ganz billig, dann weiß ich nicht, ob es mir das wert ist. Das hier, dann wird mir wahrscheinlich meine Frau den Vogel zeigen. Ach, ist ja noch. Da lebt ja noch einer. Ich finde 300 Euro für ein gutes Messer, das ist definitiv vertretbar. Man muss sich dann ja als Gamer auch immer fragen, wofür braucht man jetzt ein gutes Messer? Jetzt um die Cola-Flasche den Korken zu lösen. Aber ich jetzt als Vater einer Tochter, die irgendwann in die Pubertät kommt, da braucht man dann eigentlich schon ein Messer, Minimum. Udinson würde sagen, auch ein Bogen muss noch dazu. Das Säurefass von innen aufschneiden, maybe. Naja, noch habe ich mir ja nicht zu Schulden kommen lassen. Bei teuren Messern bekomme ich immer Bauchschmerzen, da meine Familie alles in die Spülmaschine räumt, egal wie oft ich sage, das gute Messer ist nur Handwäsche. Ja, aber Gala, Michi. Also ich habe ein wirklich teures Küchenmesser. Das hat auch so um die 400 Euro gekostet. Das ist halt aus, das ist auch aus Damaststahl. Da hat jeder die Pfoten von zu lassen. Das krabbelt keiner an, außer ich. Und das ist auch nur für Feiertage, wenn es um Roastbeef oder Gans oder Ente oder so geht, zum Zerteilen von Fleisch. Für mehr nicht. Damit werden keine Zwiebeln geschnitten und, oder irgendwelche Wurzeln klein gehackt. Und da geht nur der Papa ran. Und auch nur der Papa kümmert sich um die Reinigung dieses Messers. Ja. Können wir jetzt mal ganz kurz aufhören? Danke. Ja, Zwischenprost. Aber den macht er. Ja, die Schüsse auf 100 Meter in den VZ. Nee, aber den Pixel-Shot auf das 260. Da geht was. Junge, wie ich den aber auch reingezittert hab da in den ollen Aal. Jetzt kann's ja nur weiter nach vorne gehen, ja. Den macht er auch noch. Da ist er on point. Papa ist on point. Nach dem Grind zum Type 5 Heavy kommt einem alles so schnell vor. Sei froh, dass du überhaupt noch eine Wahrnehmung hast nach dem Grind zum Type 5 Heavy. Man sagt vielen nach, dass danach erstmal eine ganze Zeit gar nichts mehr ging. Kognitiv etc. Da war die Rübe erstmal ziemlich weich. 10er Holibett. Oh Gott. Ein einziger hat es geschafft, über 1000 Schaden zu machen. Solid Steel. Ich würde doch keinen Mensch dafür bezahlen. Da müsste ich ja Lack gesoffen haben, dass ich... Mal angenommen, es würde wirklich Paid Actors geben. Dann wäre jeder Einzelne aus dem Gegnerteam jetzt entlassen worden. Für die Scheiße dafür noch Geld bezahlen. Wenn es Paid Actors geben würde, die müssten, dann müsste ich ja mindestens einmal die Woche eine 10.000er Runde fahren. Und die müssten nach und nach wegplatzen. Sodass wenigstens ein Spannungsbogen da ist. Das hier ist ja nicht auszuhalten. Was da schon wieder für... Alter, haben die irgendwie einen... Gibt's da irgendwie einen Preis für besonders... Wow. Habt ihr gesehen? Zu dritt, wie die da reingekracht sind. Alter, schön. E25 geht immer, wa? Ja, das Problem ist, ich kenne das ja selber, wenn man so leicht angetrunken ist, dann wird man einfach nur größenwahnsinnig. Wenn man schon mehr einen im Tee hat, dann wird man Speedjodel größenwahnsinnig, egal ob E25 oder nicht. Aber wenn man dann den Kastenbier weg hat, dann ist halt nicht mehr so mit geradeausfahren, ne? Wenn du nicht mehr der Jüngste bist, hast du nicht Jüngere, die das für dich erledigen können? Wenn man so alt ist, dass man es nicht mehr selber machen kann oder nur noch unter oder mit massiven Einschränkungen, dann sollte man doch Nachwuchs in die Welt gesetzt haben, der das dann für einen erledigt. Ist das nicht? Man hat mir das so verkauft, dass das der Hauptgrund ist, Kinder zu zeugen. Die logistische Kette nicht abreißen zu lassen und jemanden zu haben, der solche Sachen dann für einen erledigt. Ja, das schmeckt schon wieder anders, ne? No. Zack, da ist der Doppelschuss auch noch drin. Komm, einen Schuss krieg ich noch. Von irgendwem. Jawohl. Haben wir irgendwie schon wieder zu dicht am Schrank geschlafen, lieber Chieftain? Ich hab da so meine Meinung. Auto-Aim, dass die Kanone schon mal grob einzielt, während man Doppelschuss auflädt, kurz vorm Doppelschuss aus dem Autoraum Auto-Aim rausgehen und nochmal kurz den Weak Spot mitnehmen. Jawohl, so schmeckt das doch. Neo Joe, vielen, vielen Dank, Mann. Fettes Dankeschön für die 5 verschenkten Subs. Dritte Doppelschelle. Jawohl. Da gibt's dann gleich mal gehörig auf die Schnauze, Freundchen. So, jetzt müssen wir uns aber umdrehen, ne? Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Abgesessener Aufklärer. Also quasi sowas wie ein Fernspäher. Die einzigen Aufklärer, habe ich gehört, die ihre Fahrzeuge verlassen, sind Fernspäher. Der Rest der Aufklärungstruppe weiß doch gar nicht, wie es sich außerhalb von einem Fennek oder Co. anfühlt. Wir hatten Aufklärer aus Lüneburg mal in einem Götz-Durchgang dabei, im Winter. Denen war das so scheißegal, dass die wollten warm schlafen und haben in ihrem Fennek den Motor laufen lassen oder mit der Heizung läuft. Und haben sich deswegen aufklären lassen und wegsprengen lassen. Hauptsache nicht kalt. Man muss auch mal was riskieren, ja. Ist eben nur eine Übung, genau. Bei der Infanterie gilt, train hard, fight easy. Bei den Aufklärern heißt es, train easy, fight gar nicht. Der gute alte Landadel. Das ist ja natürlich nur Spaß, es gibt auch gute Aufklärer. Aber die Lüneburger, sorry, aber da war, zu meiner Zeit war das so ein Sammelsorium, überwiegend von Reserveoffizieren von und zu, bei denen das für den Titel zum guten Namen, zum guten Ton gehörte. Aber so richtig Bock drauf hatten die nicht.